Hallo, hier meldet sich wieder Raimund von Helden vom Institut Vitamin Delta. Ich möchte kurz diese Grafik erklären. Sprechen meine Symptome für Corona, der Corona-Score? Viele Leute haben derzeit eine Erkältung und fragen sich dann oft ängstlich, bin ich Corona-positiv? Was wird das Testergebnis sagen? Und hier habe ich Daten aus einer Dresdner Studie ausgewertet, die in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin veröffentlicht wurde. Halsschmerzen, das ist das häufigste Symptom, und zwar gibt die Breite dieses grünen Kastens an, wie oft es vorgekommen ist. Das ist also häufiger als Kopfschmerzen. Muskelschmerzen sind relativ selten. Am seltensten ist Fieber mit der kleinsten Breite. Diese Symptome verknüpfen sich mit einer Vorhersage des positiven Testergebnisses. Es ist so, dass Leute, die jetzt nur Halsschmerzen haben, haben letztlich nur 6% positive Tests. Bei Kopfschmerzen sind es 8%, bei Muskelschmerzen 10%. Bei Fieber ist die höchste Vorhersagewahrscheinlichkeit, nämlich 14%. Hat man aber eine Verknüpfung von Symptomen, dann steigert sich das hier bis zur Mitte. Am höchsten ist die Rate positiver Tests, wenn die drei Symptome Kopfschmerz, Muskelschmerz und Fieber zusammentreffen. Dann steigt es nämlich auf 24%. Hat jemand Fieber und Muskelschmerzen, sind es 20. Wir können also hier in der Schnittmenge erkennen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man später ein positives Ergebnis im Corona-Test bekommt. Dankeschön. Hier sprach Dr. Raimund von Helden vom Institut Vitamin Delta.